Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Let's Battle Together Dawn of War Soulstorm Match mit dem Battle Brothers Java-Heizung und... Der Wunderbare. Es ist mal wieder etwas Zeit vergangen und ihr wundert euch vielleicht, warum das Spiel nicht losgeht. Das ist ein Spiel, was wir online mal gespielt haben und wir fanden das so cool, dass wir jetzt gesagt haben, okay, das kann man mal nachkommentieren. Normalerweise kommentieren wir ja mal live, aber weil wir halt irgendwie nicht immer zum Zocken kommen und so, ist das so ganz nett. Der Wunderbare hat ja jetzt sozusagen sein Mikro so ein bisschen gerettet mit Hilfe von dem Schallschutz und wir hoffen, dass es jetzt soundtechnisch etwas besser klingt. Wir haben auf Eisfluss gespielt, wie man schon sieht. Ich mit den Tau und der Wunderbare mit den Space Marines und ich würde sagen, wir starten das Spiel. Genau, also ich baue hier, also das klingt doch so bescheuert. Ich baue hier erstmal einen Scout und ich baue dann den zweiten Servitor auch gleich. Ja, ich habe hier meine beiden Geistkampfanzüge und die Flugmodule, also die Jetpacks und meine Tauberracken. Genau, dann kommt hier auch noch ein Plasmagenerator runter von mir. Also es ist immer so bescheuert, wenn man das selber sieht. Da werde ich wahrscheinlich selber gleich über meine Spielweise so abkotzen. Ja, ich sehe das auch schon kommen, dass ich gleich mir denke, Alter, warum hast du denn da nicht? Aber es hilft halt auch, wenn man sich seine... Also wir können das auch Anfänger nur empfehlen, wenn man gegen wirklich gute Spieler verloren hat online, Replay abspeichern und genau gucken, was die machen. Genau. Jetzt kommt der Tauchkommander bei mir. Hier ist schon wieder der erste Fehler bei mir oder das erste, was ich so ein bisschen als Fehler sehe. Und zwar sollte man eigentlich beide Bauernheiten erstmal dafür benutzen, die Kaserne fertig zu bauen und dann erst mit beiden Bauernheiten den Plasmagenerator bauen und nicht mit einer Bauernheit den Plasmagenerator bauen und mit der anderen die Kaserne. Warum? Man hat den Space Marine-Trupp, den man gegebenenfalls bauen will, den du jetzt wahrscheinlich gar nicht baust, weil du zwei Scouts hast. Nein, ich habe einen Scout-Trupp gebaut. Ja. Ich habe es ausnahmsweise mal geschafft, den Anfang nicht zu treffen. Ach so, stimmt. Ja, man hat halt dann den Vorteil, dass man den Space Marine-Trupp ein paar Sekunden eher auf dem Feld hat und das können extrem wichtige Sekunden sein. So, jetzt nehme ich hier in der Mitte den Kontrollpunkt ein und ich baue, ja, mein Tau-Commander ist gleich fertig und ich habe meine Vespiden in Bau, das heißt, also das Spiel ist auch schon ein bisschen her, muss man vielleicht dazu sagen. Ja, so genau wissen wir es gar nicht mehr. Also da ist auf jeden Fall bei dir ein Tau-Commander in Bau und ich erinnere mich noch, dass du mit dem gleich irgendwie so ein bisschen rushen gehen wolltest, wir haben weil ich dich dazu überredet hatte. Ich bin mit Tau-Commander und Vespiden habe ich versucht zu rushen, sehr richtig. Naja, wir werden ja sehen, wie das ausgeht. Ne? Ganz genau, ja, wir haben auch extra den Nebel des Krieges an, also wir spielen jetzt wirklich, also wir sehen wirklich nur das, was wir in dem Spiel auch gesehen haben. Das heißt, gerade so, ach guck mal, hättest du doch denken können, dass der damit und damit kommt, das sieht man doch, das zählt halt jetzt nicht. Richtig, genau, um einfach so ein bisschen besser nachvollziehen zu können, okay gut, was haben wir denn da für Entscheidungen getroffen und wieso haben wir sie getroffen? Da sind gerade die Vespiden am Vorflattern. Ja, und ich habe zu spät gepeilt, dass mein Tau-Commander mitgehen könnte. Ach, das war das lustige Ranger-Spiel. Genau, ich erinnere mich. Mit den Rangern, die jetzt erstmal schon mal den ersten Vespi gekillt haben und jetzt versuche ich den Tau-Commander einzureißen. Da stehen ja auch noch die Gardisten und das war der zweite, nee, nicht ganz. Ich versuche halt den Energiegenerator zu schrottern. Genau, und da kommt jetzt der Tau-Commander, haut da jetzt erstmal das Ding in die Ranger, dass sie nicht abhauen können und die kriegen jetzt aber trotzdem ordentlich das Maul, ja, weil die leider nicht ausgelöst hat, das Ding. Meine Tau-Commander, meine Vespiden kommen gerade so weg. Genau, und hier kämpfen wir gegen Adeptus Roritas, also hier haben wir gerade schon den ersten Prediger, der mir hier den Horchposten streitig machen will. Den habe ich aber abgewehrt gekriegt. Und mein Tau-Commander stirbt da lustig vor sich hin. Genau. Der Java... Da kommen die Vespiden wieder, die versuchen jetzt die Gardisten im Nahkampf zu holen. Binden. Ja, genau, mit der Fußschlinge. Das klappt auch ganz gut. Und in der Zeit versuche ich mich weiter um die Ranger zu kümmern. Ich sehe jetzt schon so den einen oder anderen Spielfehler, zum Beispiel, dass ich mit dem Tau-Commander in dem Feuer von dem Späßschrein stehen bleibe und solche Späße. Ja, da springe ich jetzt gerade raus. Okay. Genau. Ja, siehst du mal, hat der Vergangenheitsjahr aber doch auf dich gehört. Ich habe hier mittlerweile in meiner Base zwei Energiegeneratoren am Bau und meine Fahrzeuglandezone. Dementsprechend muss ich mittlerweile mal meinen Tech durchgezogen haben, offensichtlich. Die Reliquie habe ich inzwischen auch gesichert und ich baue hier fleißig Horchposten natürlich. Ja, die Vespiden kümmern sich jetzt um die Ranger im Nahkampf, wie es zu empfehlen ist. Währenddessen killt mein Tau-Commander die Gardisten. Ja, das sieht doch ganz nett aus da. Und der Tau-Commander muss jetzt aber noch ein bisschen näher da ran. Tut er auch. Und jetzt haben wir auch noch wieder den Flammenwerfer vom Tau-Commander im Einsatz. Damit wird ja, den habe ich von vornherein gehabt. Und naja, ich meinte, jetzt kannst du ihn wieder benutzen, weil du halt näher rangegangen bist. Ja, genau. So, da kommt der erste Trupp Schwarze Kaindare. Damit hat der Tau-Rush ja schon mal so ein bisschen sein Ziel erfüllt, indem er halt einfach den Gegner dazu gezwungen hat, seine Strategie anzupassen. Auch wenn jetzt hier der Tau-Commander elendiglich verreckt ist. Das ist das Problem, ich kriege das Makro nicht hin, ich lasse meine Kommandoeinheiten draufgehen bei solchen Geschichten, deswegen rushe ich unheimlich ungerne. Ja.
Das kann ich nur bestätigen, dass er das ungern tut. Ich habe ihn da, glaube ich, auch echt zu geprügelt an dem, zu dem Zeitpunkt. Ich habe jetzt den ersten Lens wieder in Bau hier und ich habe mal wieder viel zu viele Anforderungspunkte auf der Ja, Tasche. das habe ich bei mir auch gerade das Problem. Ich habe 400 Anforderungspunkte gerade eben gehabt, deswegen baue ich gerade direkt den Taukomander nochmal. Und habe verpeilt, dass ich Energiegeneratoren bauen sollte, weil ich da oben so beschäftigt war. Genau, ich habe jetzt mittlerweile wieder zwei Energiegeneratoren runtergeholt. Wenn die fertig sind, habe ich 5 Stück. Und zwei Landspeeder sind im Bau. Und ich glaube, ich spare so Und langsam das gerade war's für mit meinen meinem zweiten Wespied. Deck. Nein, okay, da lebt noch ein Wespied. Der ist gerade gekommen, als sie gestorben wären. Lucky. Der ist gerade gekommen, als sie gestorben sind. Wäh, was Ja, für ein also der perverse wurde Scheiße. gerade nachgefordert, als der eine, der noch gerade so gelebt hat, gestorben ist. Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall kommt jetzt mein erster Lance wieder seitlich, um die Elder da so ein bisschen zu nerven. Genau. Ja, ich verliere da meine Stellung so ein bisschen, mein Horchposten stirbt so ein bisschen vor sich hin. Und gegen die Kainder ist der Landspeeder halt echt nicht schlecht. Die machen zwar auch ziemlich üblen Damage, aber der Landspeeder halt auch. Ja, vor allem macht er mehr Infanterie-Damage als die Fahrzeug-Damage machen und das. Ja, wobei dadurch, dass die Landspeeder halt nichts aushalten, aber ich komme jetzt auch noch mit meinen Vespiden und mit meinem Tau-Commander dazu. Genau, Die mein zweiter Vespiden. Landspeeder sollte eigentlich auch gleich am Vormarsch sein. Genau, der fliegt jetzt Vespiden auch schnappen sich die darüber. halt so ein bisschen im Nahkampf, beziehungsweise zwingen die zum Rückzug und deswegen konnte ich meinen Punkt da behalten. Ja, jetzt ist die Frage, was treibt denn eigentlich in der Zwischenzeit unser lieber Freund der Sororitas? Ja, das haben wir uns in dem Match auch sehr lange gefragt. Hier müsste jetzt eigentlich schon längst der Weg zur Erleuchtung kommen, den ich immer noch nicht habe. Ich habe 400 Anforderungspunkte, aber ich bin da oben Ich so habe beschäftigt. 600, 500 und ich vergesse auch leider hier mal wieder meinen Tech einzusetzen. Ich habe jetzt mittlerweile fast 800, 600. Oh Gott, ist das nubig. Es ist so ein bisschen, dieses Nachkommentieren zeigt halt auch so ein bisschen, dass wir echt nicht gut spielen. Ihr kriegt das falsch von uns mit, weil wir laden immer nur die Videos hoch oder fast immer nur die Videos hoch, wo wir gewinnen, weil gefrustete Spieler am Ende wollt ihr euch ja auch nicht anhören. Ich bin jetzt mittlerweile bei 900, 700. Heilige Scheiße, oh Ich Gott, habe ey. gerade nochmal meinen Tau-Commander sterben lassen. Also wir sind gar nicht schlechte Spieler, aber wir sind Doch. wahnsinnig, nein, Moment, wir sind wahnsinnig schlecht im Makro. Mikro ist eigentlich mittlerweile, das sitzt ganz gut, aber das Problem ist das Makro. Das heißt, du musst halt auch gleichzeitig, ja, jetzt endlich habe ich mal den Kack-Tech in Auftrag gegeben, jetzt kommt auch das heilige Artefakt, weil ich so viele Kack-Ressourcen übrig habe. Ja, jetzt kommen da zwei Landspeeder, um sich wieder um die Kainder zu kümmern. Die haben aber inzwischen anscheinend die Gesundheitsverbesserungen. Die halten nämlich deutlich mehr aus. Und da sieht man jetzt halt, dadurch, dass die Landspeeder nichts aushalten, fressen die ganz ordentlich Schaden. Ja, genau, die Kinder kriegen die trotzdem ganz gut auseinander, einfach weil die einfach überhaupt nichts aushalten. Weg zur Erleuchtung ist bei 50%. Und mein Taukommander ist auch bei 50%. Das wäre jetzt so wieder einer der Momente, wo wir als Team gerade sehr stark angreifbar wären, weil wir haben momentan Ja. wenig Einheiten auf dem Feld. Bei mir läuft gerade der zweite Tech, das heißt, ich habe auch nicht viele Ressourcen zur Verfügung. Ich habe zwar jetzt den Tau-Commander jeden Moment wieder und habe danach mal Feuerkrieger in Auftrag gegeben, weil ich 300 Anforderungspunkte habe, aber so, Also nochmal das ist mein Tau. grundsätzlich der Merksatz, also man sollte eigentlich, wenn man nicht gerade auf irgendwas Teures spart, praktisch immer 0-0 an Ressourcen haben. Ja. Da kommt jetzt auch der Sororitas mit irgendwie, verstehe ich bis heute nicht, warum er da mit Standard-Sororitas-Trupps angekommen ist. Also ich meine, er hat ja gesehen, dass ich die ganze Zeit Lance wieder gebaut habe. Die hat er ja bei seinen Verbündeten immer gesehen. Und warum er da jetzt nicht einen Trupp Kalesti jetzt zumindest mal gebaut hat, ist mir ein Rätsel bis heute. Ja, jetzt habe ich hier das verbesserte Pulsgewehr oder erforsche ich gerade und habe halt meine Feuerkrieger auf dem Feld. Und hier haben wir schon wieder so einen von diesen Fehlern, die man eigentlich nicht begehen sollte beim Sororitas. Also er hat eigentlich gleich drei Fehler begangen. Der eine ist, er hat die falschen Trupps gebaut. Der zweite ist, er hat sie falsch ausgerüstet. Wir haben nämlich hier eine Kombination aus schweren Boltern und Flammenwerfer. Flammenwerfern, was grundsätzlich doof ist, weil der Flammenwerfer eine viel geringere Reichweite hat als der schwere Bolter. Das heißt, der schwere Bolter kann seine Reichweite nicht ausspielen. Und der dritte Fehler ist, dass er sich hier zurückzieht. Nee, Spaß. Das hätte er sicherlich tun sollen, weil ich bin hier gerade ziemlich übermächtig im Vergleich zu ihm. Aber er hätte da sicherlich mit mehr als einem Trupp vorgehen sollen. Das ist ein dritter Fehler. So. Ja, und jetzt spare ich hier auf den Mondkabelfehlstand. Beziehungsweise, nein, der ist schon im Bau. Genau, bei Gut. mir sieht es so aus, mein zweiter Tag ist durch. Ich hätte jetzt, glaube ich, gerne die Reliquie gehabt, aber ich habe sie ja leider nicht, deswegen Aber weiß bis ich nicht. jetzt gerade hätte mich halt der Elder hier auch wegfegen können. Also ich habe zwar da einen Feuerkrieger und meinen Tau-Commander-Trupp, aber naja, das hat halt nicht viel zu sagen gegen drei Trupps Kainder, die jetzt halt reinkommen könnten. Genau, bei mir kommt jetzt die Kriegsmobilisierung und das Orbitalrelais, also Vorbereitung auf Lance, nee, nicht Speeder, Land Raider und Terminatoren. Ja, mein zweiter Feuerkriegertrupp ist da und jetzt wird es halt so langsam kritisch, wenn der mit Kainda kommen würden. Habe ich Genau, gerade Dark aber Kainda gesagt? ja, du wolltest gerade Dark Kinder sagen.
Das liegt daran, dass wir gerade ein Turniermatch noch kommentiert haben und da haben die Dark Arena ja schon mitgespielt. Gesehen habt. Richtig, das solltet ihr eigentlich mittlerweile längst gesehen haben. Wenn nicht, dann guckt euch das an. Ja, ansonsten, wenn ihr natürlich Interesse habt, mit uns mal zu zocken, dann schreibt uns auf Facebook oder auf YouTube mal an. Genau, wir freuen uns immer über neue Spieler und egal ob stark oder schwach, wir nehmen jeden. Ja. Wir nehmen alles, wir sind verzweifelt. Ja, so ungefähr. Nee, Spaß beiseite. Aber übrigens, ich habe hier, ich bin ganz stolz auf mich. Ich habe die Grey Knights mit einem Apothekarius ausgerüstet. Sehr löblich, das ist auch zu empfehlen, wenn man eh schon mal das Artefakt holt. Ja, richtig, richtig. Und hier haben wir jetzt den ersten Trupp Terminatoren auf meiner Seite im Bau. Und die Kriegsmobilisierung ist immer noch am Bau. Wie heißt die bei denen? Schweres Kriegsgerät. Kriegsmobilisierung war die Elder. Genau, ansonsten ich rüste hier nach und nach halt meine ganzen Horchposten gerade auf, habe meine Vespiden wieder in Auftrag, habe meinen Mondka fertig. Genau, und ich fahre jetzt auf Ehren des Mondka. Ja, aber ich sehe noch keine Kampfanzüge bei dir. Ich gucke da jetzt einfach mal so rein bei dem Sororitas, was dann da so los ist und bisher sehe ich da... ich habe keine Kampfanzüge, weil ich auf die Lehren des Mondka spare. Ja. So, und wir haben da immer noch nur Standardinfanterie beim Sororitas, was mich wie gesagt sehr wundert, weil einfach die Standardinfanterie gegen Fahrzeuge, mehr so mäßig ist. Ja. Außerdem bleibt er hier gerade in dem Zusturm von den Grey Knights einfach so schön stehen, was auch nie unbedingt gesund ist. Eher so gar nicht. Und da kommen jetzt, glaube ich, meine Terminatoren runter. Das dürften meine Tamis sein, die da gerade reinbloppen. Und ich ziehe mich dabei gerade aus dem Angriff von dem zweiten Horchposten wieder zurück, weil zwei Horchposten auf einmal, das ist einfach zu viel Flammenschaden. Ja, ich habe hier ansonsten inzwischen auch meine Verbesserung für den Tau-Commander ziemlich alle durch. Da kommt jetzt auch noch so ein Trupp Vespiden, um die Ranger da zu deinfiltrieren. Die haben mir dann nämlich so ein bisschen den Nerv geraubt. Und da kommen die Banshees. Diese Holding Banshees. Wobei die Banshees, also man muss ganz ehrlich sagen, wir hatten jetzt in dem Spiel auch relativ schwache Gegner, aber das weiß man halt vorher nicht, wenn man die Matches anfängt. Ihr könnt uns auf jeden Fall ganz gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr lieber nachkommentierte Matches oder live gespielte Matches haben wollt. Was euch besser gefällt, weil wenn ihr von vornherein sagt, ja, nachkommentieren ist eigentlich cooler, dann brauchen wir die auch live nicht mehr zu kommentieren. Dann können wir halt die guten Matches abspeichern und dann irgendwann mal nachkommentieren. Hätte unter anderem eben auch den Vorteil, dass man bei den Matches halt ein bisschen konzentrierter ist. Man muss halt ehrlicherweise sagen, in dem Moment, wo man anfängt, so Matches gleichzeitig zu spielen und zu kommentieren, ist man halt relativ schnell sehr unkonzentriert. Ja, definitiv. So, und jetzt habe ich hier meine Lehren des Mount Carfas durch, baue meine Fahrzeuglandezone, habe meine zwei Trupps Krisis auf dem Feld. Mir ist da gerade leider meine komplette Armee abgebrannt, weil da leider auch noch jetzt der Elder zu Hilfe kam und da sind meine Termis so ein bisschen noch ins Verderben gedroppt. Warum auch immer. Aber da nehme ich auf jeden Fall noch den Trupp von den Celestials auseinander. Und so. Ich frage mich jetzt, was ich denn jetzt unternehmen soll. Und ich habe jetzt mittlerweile wieder die Termis und die Grand Knights im Bau. Keine Fahrzeuge bisher. Und hier sind gerade mal wieder deine Vespiden aus den Latschen gekippt an der Reliquie. Warum auch immer. Da waren wahrscheinlich gerade wieder die Ranger. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier meine beiden Hammerhaie in Bau, beziehungsweise den ersten, und meine drei Krisistrupps sind auch fertig. Und ich glaube, das war die Entscheidung, wo ich gesagt habe, yo, dann gehen wir mal nach vorne ein bisschen abgehen. Genau, weil das ist auch so ein bisschen die Entscheidung, die mir jetzt gleich den Arsch retten wird. Man hat hier ungefähr schon gesehen, dass da jetzt die Gegenoffensive von Elder und Sororitas kommt. Man muss sagen, wenn der Sororitas ein bisschen stärker gespielt hätte, dann sähe es hier für mich schon wieder sehr, sehr bitter aus. Aber wenn der Elder ein bisschen stärker gespielt hätte, genauso. Also die waren beide sehr passiv. Also der große Nachteil oder beziehungsweise der große Fehler von unerfahrenen Spielern ist es ja immer sehr, sehr zurückhaltend mit Offensiven umzugehen, sondern eher lieber zu reagieren als zu agieren. Ja. Das kann aber eben auch unter Umständen ein sehr großer Nachteil sein. Ja, meine Krisisteams krepieren da oben so ein bisschen, zum Teil aufgrund des Geschützes. Zum Teil, weil du sie einfach deppisch gesteuert hast. Richtig. Und was du gerade gar nicht mitgekriegt hast, ist nämlich, dass hier alles noch voll steht mit infiltrierten Elder-Geschützen. Ja. Weil da ein Horchposten steht und deswegen stirbt, glaube ich, mein Hammerhai auch relativ schnell. Genau, weil da dieses eine Kackgeschütz steht, was die ganze Zeit da Schaden macht. Also nicht das, was wir jetzt gerade sehen, sondern hier ungefähr, da müsste auch noch irgendwo eins stehen. Dafür hat der Immolator halt unheimlich viel Damage.
Ja, eingeschützt stand da an dem Horchposten dran, ne, und das feuert halt die ganze Zeit. Das ist noch nicht mit Antifahrzeugwaffen aufgerüstet, aber das kam noch, das weiß ich. Es kommen jetzt zwei Phantomlorde. Dann kommen jetzt von der Seite noch die Elder. Die halt auch echt nicht so cool sind. Genau, Phantomlorde sind gegen Hammerhaie immer so ein bisschen meh, aber eigentlich hättest du da deinen Hammerhaie auch mal so ein bisschen weiter wegbewegen können, wenn ich mal ehrlich bin. Hätte. Wahrscheinlich war ich gerade damit beschäftigt, in der Base irgendwelche Sachen nachzubauen. Genau, und deswegen geht er jetzt mal wieder. Wo ist dein Tokoman da drauf? Nee, ich glaube, der überlebt das. Dann aber mehr wegen Glück als Verstand. Und dann habe ich da. Ja, mein Hammerhai denkt sich jetzt so: Nö, ich will nicht, lass mich in Ruhe. Ich will noch nicht sterben, nein. Ich hab halt schon wieder 800, 400 Anforderungspunkte. Die drei Krisis-Teams sind jetzt wieder im Bau. Der Hammerhai sagt sich: Okay, ich will doch nach vorne. Was mache ich eigentlich gerade die ganze Zeit? Ich habe 700 Energie und ich setze nicht ein. Ich bin auch so eine Flachpfeife mal wieder. Ich hätte eigentlich ruhig mal ein paar Predators bauen können. Ich meine, ich habe ja die scheiß Kriegsmobilisierung, schwere Waffen schon gebaut, aber... Und jetzt kam hier die Entscheidung, dann Barracudas zu bauen bei mir. Also mein zweiter Hammerherr und dann halt Barracudas. Ich verlade hier übrigens gerade, wer sich wundert, die Truppen in das Orbitalrelais. Die rennen da nicht zum Spaß wieder zurück in die Base. Und die Space Marines machen sich auch gerade bereit, also die Terminatoren zum Drop. In der Mitte klauen sie mir die Reliquie. Die Reliquie wird hier geklaut, ja. Und das finde ich gar nicht so schlecht, weil ich habe das, wenn ich richtig in Erinnerung habe, noch dann hinterher zu einem Land Raider geschafft. Ja. Deswegen sind wir da auch nicht interveniert, glaube ich. Genau, wir haben halt gesagt, gut, lass sie die klauen, dann kann ich sie nämlich wieder einnehmen. Die Runenprophetin geht dir jetzt da auch so ein bisschen auf den Nerven, kriegt aber halt durch Geschütz und Horchposten auch gut Schaden. Ja. Und das ist wieder so, weißt du, da war eine riesen Elder-Armee vor meiner Base mit Kaindern, mit Feuerdrachen, mit zwei Phantomloren, die hätten mich so in Grund und Boden gestampft. Bei mir genau das gleiche, warum kommt hier nichts? Ne, du hast ja wenigstens Truppen. Ich jetzt inzwischen auch wieder, ich habe jetzt inzwischen auch wieder zwei Krisis und zwei Hammerhai-Gefechtspanzer. Aber zwischenzeitlich halt so gar nicht. Ja, aber ich merke auch gerade wieder, dass ich hier scheinbar etwas deppisch gespielt habe, also... Wenn ich mir das hier so angucke, das gefällt mir mal wieder gar nicht. Also ich könnte mir auch gerade die ganze Zeit an den Kopf packen. Ich denke mal so, Mensch, welcher Depp spielt das hier eigentlich? Das sind auch noch Warp-Spinnen und die Barracuda sind aber halt dafür sehr schön gegen die Phantomlorde. Ja, und ich baue jetzt aber endlich nach vorne. Aber ich baue endlich die Predators. Und hier ist schon wieder dieses eine Kackgeschütz, was hier da auf den Senkel geht. Ach, jetzt kommen deine Einheiten darunter, ne? Ja. Ja, und die Barracudas kümmern sich jetzt so ein bisschen um die Phantomlorde, weil dagegen sind die halt echt gut. Da hast du mir den Arsch gerettet. Naja, dein Arsch war nicht mehr zu retten. Also ich meine, du warst schon fertig mit Arsch retten, bevor ich überhaupt kam. Ja. So, und hier reiße ich jetzt gerade mit dem einen Barracuda und dem Hammerhai drei Phantomlorde ab. Wo sich, glaube ich, der Elder extrem geärgert hat. Ja. Und aufgrund dieses glorreichen Sieges baue ich direkt auch einen neuen Barracuda noch dahinterher. Man muss sagen, das Spiel ist jetzt gerade erst bei der Hälfte seiner Länge angekommen. Ne? Also wir sind hier noch lange nicht am Ende, meine Jungen. Ja, es hat sich etwas hingezogen. Ich glaube, das Problem war, dass wir einfach in der Kack-Base von dem Elder nicht zu Potte gekommen sind, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. War auch so. So, der Barracuda, der haut aber hier jetzt natürlich ganz schön Schaden raus gegen die Einheiten von den Elder, gegen die Gebäude von den Elder, so besser gesagt. Wobei der Phantomlord da das bessere Ziel gewesen wäre. Ja, und vor allem kommen da jetzt auch wieder die Celestials, das heißt, die müssen jetzt erstmal daraus gefokust werden, weil sonst kannst du mit deinen Fahrzeugen ja nichts anfangen. Ja, ich grill jetzt erstmal die Warp-Spinnen da unten. Auch das ist eine gute Sache. Jetzt grill ich da oben die normalen Zoroitas. Ja. Die Frage ist, wo bleiben denn eigentlich meine Predatoren? Sag mir, wo die Predators sind. Der eine fällt gerade rüber und der andere... Ich habe jetzt gerade wieder einen Hammerhai an das Geschütz verloren, was inzwischen mit Antifahrzeugwaffen aufgebessert ist. Ich habe wieder mal 1000, weißt du? Meine ganzen Einheiten sind krepiert und ich baue keine nach. Also 1400, aber man sieht gerade, dass ich gerade den zweiten Hammerhai gegen für dieses Geschütz Öpfer. Ich glaube, jetzt weist du mich darauf hin, weil dein Predator jetzt auch einen Schuss abkriegt. Genau, das Geschütz ist hier, sieht man auch deutlich. Und das war's mit meinem zweiten Hammerhai. Einfach mal so. Da kommen jetzt nämlich auch die Läuterer und jetzt ist bei uns so richtig die Kacke am Dampfen. Aber ich habe ja meinen Barracuda, der von dem Geschütz einfach mit drei Schüssen gewonnen-hittet wird. Was ich einfach nicht verstehe, ist, warum ich zum Fick bisher die Reliquie nicht eingenommen habe. Tja. Ja, Mann.
Ich baue glaube, das mit dem Nachkommentieren ist keine gute Idee. Wir regen uns die ganze Zeit nur über uns selber auf. Ja, aber völlig zu Recht, muss man mal sagen. Völlig zu Recht. Also ich baue, ich baue keine Einheiten. Ich habe ja 6 Bevölkerungen und 7 Fahrzeugbevölkerungen frei. Ich baue keine Einheiten. Jetzt kommen wieder die Einheiten. Jetzt kommt auch endlich mein Oberkommandierender hier für so ein Bombardement oder so. Und da kommt jetzt auch endlich mal der zweite Predator. Der wird wieder von dem Geschütz eingerissen, denke ich mal. Also dieses eine Geschütz, das hat in diesem Spiel wirklich seine Anforderungspunkte sowas von wieder reingeholt. Da oben steht noch ein Tau-Commander, der einfach die ganze Zeit nur vor sich hin stirbt, weil der da keinen Bock hat. Ach, jetzt bewegt er sich. Okay. Ja, kriegen wir da den einen Läuterer noch tot, der ist nicht so gut wie down, der hat nur noch 500 500 Lebenspunkte. Und da geht wieder einer gegen das Geschütz down. Alter, dieses Geschütz. Das ist schon echt bitter. Und das sind meine Vespiden. Ja, genau, jetzt haben wir nämlich endlich das Geschütz. Und jetzt haben wir und da einfach... Und jetzt sind sie wieder zurück, ja, oh je. Yeah. Ja, jetzt kommt da gerade auch alles. Dein Predator stirbt gerade auch wegen den Celestials so ein bisschen. Und natürlich wegen den beiden Läuterern. Nicht zu vergessen, ja. Ich bereite mich hier gerade auf den nächsten Drop vor. Hier rennen meine Leute wieder alle ins Orbitalrelais. Und ich hab keinen Bock, dir zu helfen. Und ich verstehe mal wieder nicht, ums Verrecken nicht, warum ich die Reliquie noch nicht eingenommen habe. Ich meine, ich hätte ja die Ressourcen zeitweise wirklich gehabt, um Landwälder zu bauen. Und ich hatte ja auch schon die Erforschung. Ich habe die Ressourcen um ein Vielfaches. Also zumindest anforderungspunkttechnisch. Ja, also wie gesagt, ich kann es absolut nicht nachvollziehen, was wir da wieder für eine Scheiße zusammengespielt haben. Man muss sagen, da krempeln mich schon so ein bisschen die Fußnägel. Und da oben steht jetzt ein Barracuda und feuert auf die Warp-Spinnen, anstatt dass er dieses eine Warp-Portal einreißt, ne? Ja, oder einfach mal den Läuterer fixiert. Ja, oder so. Da sind jetzt wieder. Aber da habe ich ganz kurz das Warp-Portal gesehen. Ich glaube, da habe ich dir jetzt gesagt, Alter, wir müssen dieses Ding da einreißen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen drauf gerichtet. Ich hatte ja die Vespiden da. Und jetzt kommt halt mit dem Hammerhai, kommen die Läuterer endlich mal zu einem Ende. Zumindest der eine kam zu einem Ende. Ja, aber auch der Hammerhai fokust leider den Läuterer nicht. Ja. Sondern den doofen Kommissar. Konfessor heißt der, Entschuldigung. Deswegen sterben hier 2 Krisis-Suits. Ja, das ist... Ich schäme mich gerade in Grund und Boden. Ja, auch bleibt der Heimerhai da einfach stehen und lässt sich von den Läuterern tothauen. Mhm. Nein. Das habe ich geblickt. Aber du hast den Läuterer leider immer noch nicht gefokust. Nö. Der Konfessor ist wichtiger. Der ist auch sehr stark, aber der ist jetzt nicht unbedingt die Einheit, die man mit den stärksten Fahrzeugen fokussieren sollte. Na, jetzt kommt ja aber wieder ein Barracuda für genau diesen Läuterer. Natürlich ist der jetzt weg. Und jetzt habe ich hier meinen himmlischen endlich mal, habe endlich meine Elite-Krieger. Da kommt auch endlich der Angriff der Luftkasse. Bram. Der hat halt echt ganz gut Schaden gemacht. Ja, der hat gut gemacht. Sieht das, wie die Warp-Spiel gerade einfach gewonnen-hitted wurden. Ja. Das hat ja auch so ein bisschen den Arsch gerettet. 3 Trupps Warp-Spinnen sind verdammt hart. Ja, 2 glaube ich, aber auf jeden Fall einige. Also Warp-Spinnen sind halt generell hart, das ist das, was ich sagen wollte. So. Und da haben wir jetzt auch den Oberkommandierenden gerade am Start. Und der könnte auch mal ein orbitales Bombardement droppen, aber er hat natürlich momentan jetzt nicht so ein Ziel. Und warum jetzt dieser doofe... Ich habe eine Zahlung erhalten, du hast mir Energie geschickt. Ja. Ich mache jetzt erst meine Energieverbesserung. Ich habe meine, glaube ich, noch nicht mal gemacht. Ne, ich glaube, ich habe meine noch nicht mal gemacht. Ja, meine Krisis-Suits sind jetzt auch wieder im Bau. Um Gottes Willen. So, und meine Tamis, die sind jetzt hier unten mal gedroppt und ich hoffe, die rennen jetzt einmal rüber zur Reliquie. Siehst du die? Die da unten irgendwie so AFK rumstehen, die Tamis? Ja, die laufen da jetzt hin. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, der Landraider, der hat uns sogar noch den Hintern gerettet, weil das sah echt nicht gut aus zeitweise, ja. Gell? Mein Himmlischer steht vorne an der Front. Ja, genau, auch schön. Nach weil der so viel Schaden macht. Ja. Und jetzt kamen hier die Repentia-Schwestern und alles. Die Vespiden, die machen Fernkampfangriff gerade. Mhm. Ich finde das gut. Es ist einfach zum Schießen, was wir hier fabrizieren. Meine 3 Krisis-Teams kriegen fett aufs Fressbrett. So, und ich nehme da die Reliquie nicht ein. Da oben kommt jetzt ein orbitales Bombardement ins Nichts. Ja. Und die Reliquie, ach, endlich nehme ich sie auch mal ein. Ja, schöne Sache das. Jetzt kommt hier wieder ein Tau-Commander. Der ist ja noch nicht oft genug gestorben in dem Spiel. Nö, gar nicht, gar nicht. Der hat 9 Leben, im wahrsten Sinne des Wortes.
So, ich könnte eigentlich auch mal die Einheiten, die in meiner Kapelle stehen, da müsste nämlich eigentlich noch ein Trupp Termis sein, auch mal da runterholen, um dir da so ein bisschen zu helfen. Aber nö, habe ich keinen Bock drauf. Wäre ja auch zu langweilig. Ja, und mein einer Barracuda haut da die Fahrzeuge auseinander. So sieht's nämlich aus. Und da kann halt der Phantom Lord nichts gegen machen. Nicht so wirklich, nein. Oh, das finde ich auch lustig. Da rennen gerade die beiden Läuterer zur Reliquie und wollen mir die Reliquie wieder wegnehmen, beziehungsweise die Eroberung der Reliquie verhindern. Aber denken Haben Sie sich jetzt auch? einfach so: Nö, wir gehen einfach weiter. Aber sie haben es verhindert, ne? Aber du Ja, hattest ich deinen habe mich einfach Landraider mal so schon aus entsorgt, ne? Angstreaktion da weggeportet. Was ich Ah, nicht nee, verstehe. du hattest deinen Landraider noch gar nicht im Bau, ne? Stimmt. Ne, ich hatte meinen Landraider nicht im Bau. Ja, jetzt kommen hier wieder zwei Leute ran nach unten, aber die werden von meinem Hammerhai und also von meinem Hammerhai und dem Barracuda eingerissen. Und inzwischen schaffe ich es, meine Krisisteams und meine Tau-Commander sogar etwas am Leben zu halten und meine Vespiden. Ja, das Einfach weil ist. hier mal wieder nichts kommt. Genau. So, und jetzt bauen wir hier endlich, glaube ich, gleich mal eine Land Raider. Also die Reliquie müsste jetzt wirklich endlich mal eingenommen werden. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt dieses Mal auch. Dann sollte da eigentlich auch endlich mal ein Land Raider kommen, nämlich auf höchste Zeit. Ich baue jetzt auch gerade aus Verzweiflung schon einen Skriptor. Es war hier die lebende Heilige, die wurde komplett auseinandergenommen von den Hammerhaien und von den Plasmawerfern und von deinen Thermis und allem. Ja, der Witz ist, da kam es jetzt gerade irgendwie so reingetröpfelt. Also die haben sich irgendwie nicht mehr genötigt Ja. gefühlt, eine richtige Offensive zu Man sieht starten, das sondern. gerade. Zwei Hammerhaie und die Vespiden, das war einfach die lebende Heilige. Ja. So gut wie. Ja, die lebende Heilige ist auch keine besonders starke Einheit, muss man an der 200 Stelle mal Lebenspunkte sagen. hat die noch. Da fliegt sie jetzt gerade an meinen Thermis vorbei, aber die denken sich so, nö, lieber Reliquie einnehmen. Das ist auch richtig so. Ja. Jetzt habe ich wieder Energie von dir bekommen. Genau, weil ich einfach wieder tausend davon rumliegen habe und sie nie brauche. Und da ist jetzt endlich, glaube ich, gleich die Reliquie mal gesaved und dann werde ich endlich mal den Domen Land Raider bauen. Und ich habe leider immer noch keine Predators auf dem Feld. Ich habe immer noch nur 11 von 16 Bevölkerung ausgenutzt. Also ich bin hier wirklich wieder. Blah. Tja, ich habe 11 von 20 und 18 von 20. Ich habe halt inzwischen hatte ich hier drei Barracudas und meine beiden Hammerhaie. Genau, und hier sind die infiltrierten Ranger. Und da habe ich dich jetzt, glaube ich, gebeten, dass du mal deine Vespiden nach vorne ziehst. Und genau das tust du auch. Ja, die kommen da gerade an. Genau. Jumpen da So. einmal hoch. Genau, und dann entdecken wir, glaube ich, rein zufällig bei der Aktion auch dieses Warp-Portal da endlich mal, oder? Nein, wir haben das ja schon gesehen, Freund. Aber wir haben diesen doofen Geschütz im auch noch nicht abgerissen, Deswegen gell? habe ich extra Speerteams gebaut. Ach, genau, stimmt ja. Zwei Stück. Was auch sinnvoll war. Ja, wenn man die Weil die Speer halt gut eine sehr hohe einsetzt. Deinfiltrationsrange haben. Ja, nicht nur das, vor allem könnte man mit denen auch Ziele marken, wenn man es denn anständig einsetzen täte. Habe ich sogar. Also zumindest so ein bisschen. Ja, mein Land Raider ist jetzt jedenfalls auch im Bau und ist jetzt bei 60%. Und hier kommen jetzt Geschütztürme, um die Reliquie zu verteidigen. So langsam kommt das Spiel zu einem Ende. Man sieht es unten an der Zeitleiste. Genau, wir sind bei 27 Minuten von, ich würde mal schätzen, ein paar 30, 32 oder so dürften das sein. Ja. Und da oben kommen Und wieder Läuterer. genau, die da gerade meine mühevoll platzierten Geschütztürme einreißen. Ich hätte in der Situation echt wieder in die Tastatur beißen können. Tja, aber im Endeffekt war uns das egal, weil wir hatten die Reliquie. Ja, ich brauchte sie ja nur für eine Sekunde zu besitzen. Und genau Ja, das habe jetzt ich auch kommen hier nochmal getan. Feuerkrieger. Ich bin jetzt halt hier echt am Aufrüsten. Ich habe jetzt fast 20-20, also 17, 18 habe ich derzeit. Genau, mein Land Raider ist jetzt auf jeden Fall am Start und er geht da vorne jetzt auch Stress machen. Ich glaube, der Land Raider wäre mir gleich sogar fast nochmal krepiert, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, gegen den Läuterer. Ja, aber jetzt kriegt erstmal der Läuterer hier die Breitseite von den Laserkanonen. Ja, jetzt nicht mehr. Ne, da steht nämlich jetzt leider. Jetzt sind diese deppischen Einheiten nämlich auch noch in den Land Raider gerannt. Ich habe die einfach nur zum Land Raider zurückziehen wollen, aber stattdessen rennen die in den Land Raider rein. Ja, und dafür habe ich ja meine beiden Barracudas da hochgeholt. Die hauen jetzt den Läuterer zu Schrott. Zu Schmort. Also die Barracudas sind schon echt starke Einheiten. Also die sind, glaube ich, von den Flugeinheiten eine der stärksten. Also bei Ja. den Sororitas sind die Flugeinheiten noch sehr sinnvoll, weil die einfach, naja, einfach starken Schaden gegen Infanterie machen und relativ billig sind.
Und naja, gut, bei den Imperialen, die Marauder Bomber, die sind sicherlich auch ganz gut, aber ich habe sie ehrlich gesagt in dem Spiel noch nie wirklich zu einem taktischen Einsatz bringen können. Ja, richtig. Und hier gehen jetzt die letzten Trupps vom. Was macht eigentlich dein Barracuda da in der Base? Oder die beiden Barracudas da in der Base? Ich wollte mit denen einfach mal da ein bisschen angreifen. Also, ja, gut, sehe ich. Verstehe ich. Aber mit 1400 Anforderungs- und Energiepunkten ist das nicht so schlimm, wenn die sterben. Nee, aber ich habe jetzt hier echt mal wieder. Also, ich habe schon wieder viel zu wenig Bevölkerung, also beziehungsweise zu viel freie Bevölkerung, so müsste man eher sagen, um einfach hier effektiv zu spielen. Also, ich habe hier tatsächlich schon wieder sehr viel Potenzial verschenkt. Das erkenne ich jetzt auch. Ich habe jetzt meinen Hammerhai geklont. Space Marines. Oh. Ich habe meinen Hammerhai geklont. Taktische Raffinessen. Mit den beiden Barracudas und den Hammerhaien und den Krisisteams und allem wollte ich jetzt, glaube ich, rübergehen. Ja. Da sieht man's. Genau, und da ist der Hammerhai am Blinken, der geklonte. Natürlich nur für uns. Genau. Jetzt kam direkt der infiltrierte Spaß wieder. Ich überlege mir gerade fast mal, ob ich jetzt die Perspektive wechseln soll zum Gegner. So, und da ist jetzt nämlich das Geschütz und das Warp-Portal. Das Warp-Portal wird jetzt erstmal Fokus feiert. Genau, solange es zu sehen ist. Und da ist jetzt auch endlich dieser doofe Geschützturm, der uns die ganze Zeit aufgeregt hat, der 5 Hammerhaie und 3 Predators gefühlt auf dem Gewissen hat. Aber der zweite, der ist egal. Der killt zwar gerade zuverlässig meine Barracudas, aber der ist egal. Ich glaube, das habe ich dir gleich auch noch gesagt, dass da noch einer steht. Ja, nicht schnell genug. Das waren beide Barracudas. Pumpf, ja. Das Schöne ist ja, dass das Ding auch noch Flächenschaden macht. Ja, richtig. Und hier steht dann einer Hammerhai einfach einmal auf K an der Reliquie rum, warum auch immer. Also bei dir kamen jetzt noch die Lightning-Jäger von den Sororitas. Aber netterweise können ja die Predatoren nach oben schießen. Und Läuterer und überhaupt alles. Und die lebende Heilige kommt nochmal. Ja, aber ich habe da ja einfach die komplette geballte Fahrzeugmacht der Space Marines am Start und da kann er dann leider auch nicht mehr viel mithalten. Ja, wobei der Läuterer ganz gut Schaden macht. Natürlich macht der Läuterer ganz gut Schaden, aber der Land Raider natürlich auch und vor allem hält der Land Raider auch eine Menge raus. Ich glaube, das war das, wo der Land Raider fast krepiert wäre. Ja. Merkst du gerade auch. Ich denke mir so, fuck, ich muss hier weg. Komm nicht weg, aber das war der Läuterer. Und ich habe jetzt hier endlich mal mit den Tau so ein bisschen durchkommen in der Basis des Elders. Genau, ich stehe da ja auch noch mit ein paar Trupps mit Raketenwerfern, die reißen da die Warp-Portale ab. Damit wir hier auch mal sehen. Ja. Ja, gerade greifen die leider einfach nur irgendwelche Einheiten an. Mit den Raketenwaffen ist es ganz besonders effektiv, auf Einheiten zu schießen. Na sicher. Ja, mit den Taueinheiten muss man halt echt vorsichtig spielen, weil die nicht viel aushalten, deswegen sind sie so weit hinten. Jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hinten, weil sie wieder nicht angreifen, aber halt auch nicht an der Front. Genau, so, wir haben jetzt hier auf jeden Fall in der Base vom Elder endlich mal einen Fuß auf die Erde gekriegt und sind jetzt auch da ordentlich dabei, das aufzuräumen. Hier kommt noch das orbitale Bombardement rüber und das regelt auch gerade ganz gut, muss man sagen. Jetzt kommen hier ein oder zwei. GG. Ein Barracuda fliegt hier gerade noch nach oben hinterher. Einer ist schon oben. Hier sagt unser Gegner gerade noch zu seinem Verbündeten GG. Ja, und hat aufgegeben. Wurde besiegt. Oder so, ja. Well, shit, ja. Merkst du, ne? Ja, aber leider echt nicht zu Recht. Weil wir haben leider echt nicht besser gespielt. Nee, definitiv nicht. Also wir haben selber einige Kapitalfehler begangen, aber man muss sagen, hinterher hat sich dann doch ausgezahlt, dass sie ein paar mehr Kapitalfehler begangen haben als wir. Mein Barracuda da stirbt wieder vor sich hin. Der ist irgendwie so ein bisschen übermotiviert, ja. Und da ömmeln jetzt aber auf jeden Fall auch mal meine Space Marines von der Seite an und von der anderen Seite, die stehen leider noch AFK rum, warum auch immer. Das ist wieder super schön da in der Base vom Elder, gell? Könnte ja sein, dass der Elder nochmal zurückkommt. Ja. Wer weiß. Ist ja ein Elder, ne? Aber ja. Der hat aufgegeben. Mein Barracuda fliegt aber auch rum, also. Das ja, schon meine Space Marines haben aber noch kein Bedürfnis, sich daran zu bewegen. Die denken sich einfach so, nö, brauchen wir eh nicht, kommen wir eh nicht mehr pünktlich. Ja, die Barracudas reißen da jetzt echt ganz gut die Base ein.
Ja, gut, Feuern zwar lieber auf die Infanterie, aber... Das ist jetzt 1 gegen 2, da hat er natürlich keine Chance mehr, ist klar, aber... Wenn ich so im Nachhinein sehe, was wir da zusammengespielt haben, muss ich mir dann doch mal wieder so ein bisschen an den Omba packen und muss mich fragen, meine Fresse, was hast du geraucht an dem Tag? Ja, das war halt echt nicht cool, wir haben echt nicht gut gespielt. Aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem drüber. Besser ein schlecht gespieltes Match als kein Match. Genau, jetzt kommt meine Specials auch mal auf die Idee, sie könnten sich darüber bewegen. Jetzt wird das wird der finale Stoß sein. Kriegsentscheidend wird das, ich sag's dir. Naja, in dem Moment aber können wir uns schon mal verabschieden. Ja, genau, wir genießen jetzt hier noch so ein bisschen hier das Puff-Ping-Pang, wo die letzten Gebäude auseinanderfliegen. Und jetzt endlich haben wir es dann auch geschafft. Übrigens, die Special Units sind leider nicht mehr zum finalen Stoß gekommen. Ja, man sieht's. Naja, auf jeden Fall ein, nicht wirklich gutes, aber vielleicht unterhaltsames Match und Commentary. Und wir bedanken uns fürs Zusehen. Man hört sich in zukünftigen Videos, ob jetzt aus dem Turnier oder einfach nur so gespielt, das wird sich zeigen. Genau, wir haben auf jeden Fall momentan echt viel Bock aufzunehmen, weil wir echt lange nichts mehr gemacht haben und wir wollen euch natürlich auch nicht länger darben lassen. Deswegen wird es hoffentlich in nächster Zeit auch mal wieder ordentlich Content geben. Richtig. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen, Zuhören und bis in zukünftigen Videos. Tschüss. Macht's gut und auf Wiedersehen.